Topfgucker TV empfiehlt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Fans des Topfgucker TVs, liebe Freunde des Hotels und Restaurants zur Linde. Heute ist der Tag, auf den Sie gewartet haben. Heute ist die Verlosung und Ihre unheimlich vielen Zuschriften haben mich einfach überwältigt. Zumal nicht bloß Lösungen, sondern auch ganz, ganz liebe Zeilen dabei waren. Prima, große Klasse, mein großen Dank dafür. Deswegen ziehen wir heute drei Preise. Zunächst nochmal die Auflösung. Die richtige Antwort war Timbal. Die Tellersülze, die wir hergestellt haben, natürlich in der Höhlenform, ist im Original französisch der Timbal. Wir haben bloß noch die zwei Versionen in der kleinen Form angeboten. Es gab noch andere Zuschriften, die etwas Ähnliches im Französischen entdeckt haben. Die Zuschauer wissen, was ich meine, die es geschrieben haben. Sind mit dem Topf drin, haben wir gelten lassen. Und nun fangen wir an mit der Ziehung. Wir beginnen mit dem dritten Preis. Kräftig gerührt, ich schaue auch nicht hin und ziehe jetzt als dritten Preis. Gewinner für das Dreigangmenü ist Simon Bräutigam aus Karlsruhe. Und wir machen eine 3 dahinter. Herzlichen Glückwunsch, Simon. Zweiter Preis, Übernachtung eine Person an einem Wochenende in der Linde. Gewinnt. Sonja Abitz aus Wendelsheim. Herzlichen Glückwunsch, Sonja. So, und jetzt, ratata, kommen wir zum Hauptpreis, zum ersten Preis. Und Gewinner eines Wochenendes in der Linde ist Bernd Habern aus Kelkheim. Herzlichen Glückwunsch, Bernd. Erster Preis. Liebe Gewinner der Ziehung, selbstverständlich bekommen Sie von uns eine Nachricht und alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Preise entgegenzunehmen. Und mal ganz ehrlich, ich sagte am Anfang, dass wir sehr überwältigt waren mit so vielen Zuschriften, haben wir nie im Leben gerechnet und deswegen habe ich mir was einfallen lassen. Ich setze jetzt noch einen drauf. Was halten Sie davon? Wir ziehen jetzt nochmal. Einverstanden? Nochmal das Ganze von vorn. Nochmal einen dritten Preis. Dritter Preis ist, das war das Menü, die Anja Berger als Weinböhler. Herzlichen Glückwunsch, eine sehr nahe Anreise. Nummer 2, eine Übernachtung, eine Person ist, das ist ja interessant, Werner Zulauf aus Fränkisch Krumbach. Weil bei uns gibt es auch einen Krumbach, ganz in der Nähe. Da hätte ich hierher laufen können. So, und jetzt nochmal der erste Preis. Jetzt darf sich noch jemand freuen, ein komplettes Wochenende in der Linde mit Poppen zu verbringen. Und das ist Silvia Hürthammer aus Jülich. Herzlichen Glückwunsch den nächsten drei Gewinnern. Und jetzt machen wir Schluss. Liebe Topfgucker, Fans und Zuschauer, freuen Sie sich gemeinsam mit uns, mit mir, auf die nächste Sendung, die wir schon feste vorbereiten. Feste im Sinne von Weihnachten. Deswegen werden wir für Sie etwas Weihnachtliches herstellen und entgegen meiner bisherigen Gewohnheit mal ein bisschen komplizierter, wo man ein bisschen Übung braucht, schaffen Sie. Dabei kommt was ganz Leckeres raus und natürlich wieder mit Gewinnspiel, mit anderen Preisen, die vielleicht noch mehr Begeisterung auslösen. Wir haben schon mal ganz gute Ideen. Lassen Sie sich überraschen und freuen sich auf die gemeinsame Sendung. Ihr Frank Kliemann. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de